Deswegen fangen wir an, uns eine Reihe von diesen kleinen Pilzchen zu züchten. Ja, kleine Pilzchen. Ja, ich finde sie knuffig. Ich finde die knuffig. Das ist einfach. Ich und diese kleinen Dinger, die haben eine, wir haben eine Bindung miteinander. Das ist einfach unglaublich. Aber wir müssten zwei Reihen, glaube ich, züchten, war das, ne? Weil die haben echt eine kurze Reichweite mit dem Schüssen. Denn wie man sieht, sie schießen nicht. Jetzt schießen sie. Oder eine, die eine zumindest. Und wirklich stark sind sie auch nicht. Aber besser als nichts. So. Gut, dann platzieren wir hier noch eine hin. Jammer nicht so. Es gibt Leute, die geht's schlechter als dir, ja? Brauchst du nicht so jammern, mein Freund. Oh, guck mal, Geld. Wir haben Geld bekommen. Ist das was? Ist das was? So. Unsere erste Erbsenkanone. Der Typ mit der Zeitung. Der ist der geilste, pass auf. Das ist so. So ein amerikanischer Dad, gerade auf dem Klo. Also auf dem Weg zum Klo. Und unterwegs nerven ihn natürlich seine Töchter, die Geld zum Shoppen brauchen. Und dabei geht die Zeitung kaputt. Und da wird ein Vater, der die ganze Zeit arbeiten sein muss, ne? Der ist die ganze Zeit arbeiten in Amerika und ja, wenn das dann so ist, dass die Zeitung dann kaputt geht, weil die Töchter daran ziehen, dann tickt er so aus, weil der hatte ja noch nicht, der hatte gerade seinen ersten Kaffee am Tag und muss deswegen ordentlich mal auf die Toilette gehen, deswegen hat er schon keine Hose angehabt. Und dann ist das genauso, wie ihr gerade gesehen habt. Der muss da hin, der muss da aufs Klo und dann hat er keine Klolektüre mehr, ja. Stellt euch das mal vor, wie grausam die Welt ohne Klolektüre ist. Dieser arme Mann, der tut mir leid, der wieder da mit seiner Herzchenunterwäsche rumläuft, mit seiner Zeitung, die er auch noch falsch rumträgt, weil seine Brille mal wieder beschlagen ist oder kaputt ist. Kann ja alles passieren vom Kaffee trinken. Und dann leicht aggressiv mit seinen roten Augen, das ist logisch, das passiert so, das ist halt so. Man sollte sich nicht mit amerikanischen Dads anlegen bei sowas, das macht man nicht. Da kommt man später, da kommt man nicht mehr raus bei sowas. Nee, das ist... Ist nicht schön sowas, aber... Da muss man halt durch. Und dann sind hier die ganzen Laufburschen noch stets ermüdet und immer am Ausschweifen und am Ende seiner Kraft und... Oh, Geld. Was wollte ich sagen? Keine Ahnung. Wir haben Geld. Das ist gut. Jetzt kommt erstmal wieder eine richtig große Wehle. Die letzte Wehle nämlich. Oh ja. Tut mir leid, eine Sonnenblume, aber ich musste es tun. Oh, die Musik ist toll. Oh nein, da ist schon wieder so ein Dad. Denn eine Nacht, wenn der Dad kacken muss und seine Zeitung zerreißt, dann bricht er in Wut aus und greift dich an, wie jeder weiß. Der Ami-Dad, der ist so schlimm, der bringt dich dafür um. Oh, das war schon. Und jetzt geht die Taktiksuche weiter, denn jetzt haben wir diese kleinen Zahnmaschus. Und die sind wirklich... Oh, der Typ schon wieder. Ding-Tulpe. Na, okay.
Was wolltest du? Gott, so. Also, wir gehen so vor, dass wir keine Puffmaschu. Na, ich weiß nicht. Eigentlich braucht man die jetzt nicht mehr in dem Level. Also nicht mehr so zwingend, aber ich nehme sie doch ziemlich sicherheitshalber mit, weil ich habe es lange nicht mehr gespielt und bevor ich hier irgendwas falsch mache, nehme ich die dann doch lieber mit. Und zur Sicherheit mal die Kirschen. Denn das Schöne an denen hier ist, dass sie nur 25 kosten. Ja. Die kosten nur 25. Geben dafür aber auch leider nur 15. Am Anfang. Die wachsen ja später noch aus. Aber jetzt habe ich euch gespoilert. Oh, das tut mir leid. So. 15 Licht ist jetzt nicht viel, ne? Aber es reicht am Anfang. Ich werde ihr noch sehen. Das wird reichen am Anfang. Klar, ich hätte ja auch erst eine Sonnenblume reintun können, damit ich dann immer 50 bekomme und dann immer zwei Pilze hier setzen kann. Das wäre klüger gewesen, ich weiß. Aber jetzt, wo ich schon mal so angefangen habe, ist es auch egal. So, Sunflower. Okay, gut. Ich dachte schon, der stirbt uns weg. So, packe ich dich dahin. Tuck. Brav. Manche von euch Zombies hören sich echt scheiße an. So, das sind übrigens hier diese Frontsoldaten, weil die haben ja, wie gesagt, wenig Reichweite. So, jetzt haben wir unsere Schichten fertig. Also die ersten zwei. Die hier ist auch fertig. Das heißt, jetzt kommen die ersten Erdnusskanonen dazu. Zup, und da ist er gewachsen. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es mitbekommen? Habt ihr es gesehen? So funktioniert das. Und ja. Erbsenkanone tun wir mal dahin. Und Schutzmonat auch. Ich weiß gar nicht, wie viel bringt jetzt. Oh. Das waren 25, ne? Nee. Das auch 25, genau. Ich bin gut in Mathe. Irgendwie. So, wie gesagt, aus Sicherheit habe ich die mitgenommen. Weil es kann ja sein, dass die durchbrechen, die Zombies, und dann ist das so scheiße und dann muss man wieder alles neu bauen. Oh, Geld. So. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dass hier ein Grabstein ist. Aber es könnte schlimmer kommen. Piu. Oh, Geld. So. Da ist er wieder. Der alte Mann mit seiner Zeitung. Hm.
So. Eigentlich wär's das schon. Wir hätten das Level jetzt eigentlich schon geschafft, weil... ist quasi... gewonnen. Kann man nicht anders sagen. Ist quasi jetzt gewonnen. Wir können euch nichts mehr setzen, großartig. Klar, wir können wieder hier setzen, aber... das brauchen wir nicht. Also sammeln wir schön die Punkte. Wir können ab und an mal... sowas machen. Ja, läuft. Ah, vielleicht müssen wir ab und an mal ein Nüsschen austauschen, aber sonst. Da war die Zeitung wieder kaputt. Mensch! Geld! So, alles meins hier. Das und das auch. Geld, Geld, gehört auch mir. Und dann. Piu. Ach ja. Oh, Geld. Das ist schön. Geld ist gut, Geld ist toll. Da, der kommt jetzt leider ein bisschen weit durch. Wir beobachten das, wir beobachten das. Wir haben ja hier noch zur Sicherheit einen Rasenmäher. Und jetzt haben wir auch die Kirschen wieder. Aber da wird er nicht hinkommen, sage ich doch. Ja. Next Level. Aber. Wir machen da noch nicht weiter, denn ja, das war's fürs Erste mit Let's Play Plants vs. Zombies. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Eki. Ciao.